Ach, ein Z? Wegen einem Z? Naja, aber die Herren von der Polizei haben noch einen Z hinten drauf auf der Kleidung. Wegen einem Z auf dem Reschirm, ey. Wegen dem Z da wird die jetzt festgenommen. Also bei einem von den Kollegen knirschen irgendwie die Schuhe. So, Skandal. Bei der Polizei ist ein Z auf der Uniform. Was sagen Sie dazu? Ist das ein Verhaftungsgrund? Nee? So, Achtung! So, Z hier festnehmen. Hier, Z, nehmen Sie bitte diesen Wortstein mit. Ja, ein verbotenes Symbol hier. Muss sofort verhaftet werden. Hier, ein Z auf dem Boden. Ja, machen wir jetzt. Noch ein paar Z. Ja, weil sonst hast du auch gleich festgenommen. Wenn wir auch alle festgenommen. Also, wir können es ja mal du, in die Kamera. Aktenzeichen 41DS 220JS 10638 aus 22, Amtsgerichts Bautzen, lese ich gerade in der Taz. Vom 17. Juni 2022, Z-Symbol bleibt straffrei. So. Ja. Interessiert natürlich weder Polizei, weil man nimmt erstmal Leute in Gewahrsam, ohne mal kurz zu googeln. Das Thema hatte ich ja heute auch schon. Klar ist es die Staatsanwaltschaft, die dafür eigentlich zuständig ist. Aber wenn die Polizei hier offenkundig sieht, dass es Gerichtsurteile gibt, ja, dann nehme ich sowas noch nicht mal auf. ZZ. Ja. Ja gut, also da müssen wir jetzt ja dann, müssten wir dich jetzt eigentlich auch festnehmen, oder? Ja, ich will sofort festgenommen werden. Vielleicht machen wir nur Selbstanzeige oder so. Ja, ich möchte hier gerne eine Selbstanzeige stellen. Ich habe hier ein Zettel mal. Ja gut, das ist dann... Hallo, können Sie das mal aufnehmen? Warte mal, ja komm, dann sagst du bitte nochmal. So. So, ich möchte gerne Selbstanzeige stellen, weil ich habe hier gerade ein Zettel mal. Und da sind noch mehrere. Also sofort verhaften bitte. Ja, also nach der Logik der Polizei müsste man dich jetzt eigentlich festnehmen. Ich möchte jetzt gerne verhaftet werden. Jetzt ist aber langsam mal Zeit, ich hab nicht ewig. Aber jetzt Z, Z ziemlich zügig. Ja, Z, Z ziemlich. Out of the night, when the full moon is bright, comes a horseman known as Zorro.